Servus Leute und willkommen zurück bei Link's Awakening DX. Ja, Mission Part habe ich 3 Herzteile geholt und ein paar Muscheln, um genau zu sein, waren das 7 Muscheln, wo ich bekommen habe. Und heute geht's weiter mit den Muscheln. Wie ja schon Mission Part erwähnt, dass ich jetzt die letzten Muscheln hole, sodass ich mein Level 2 Schwert hole. Und dann geht's auch in den nächsten Dungeon. So. Da bist du schon. Die Muschel hätte ich auch schon ziemlich früh holen können. Voldemort. Habe ich aber nie geholt. So. Dann erstmal an meinem Haus vorbei. Bis gesagt, Marienshaus, wo ich ja geschlafen habe. Und hier hinein. Nein. Gib zurück. Danke. Gib Schaufel. Danke. Wieder eine Muschel. So. Sehr schön. Dann wieder meine Schaufel da rein, Kraftarmband dahin, danke. Ja, die Ordnung, die bleibt bei mir gleich. Ich will mein Zeug, was ich... Alter, der Stopp, wenn ich jetzt gerade hier schon in der Nähe bin. Wenn ich schon hier in meinem Laden vorbeilaufe, sozusagen, hole ich mir jetzt erstmal noch ein paar Pfeile. Hätte ich eigentlich gleich ganz am Anfang machen können. Ich brauche nämlich ein paar Pfeile für später mal. Danke. Gib her. Wie viele Bomben habe ich dabei? 37. Reicht. So, ich will 20 Pfeile insgesamt haben. Dann reicht mir das auch wieder für ein Weilchen. Sehr schön. Gut, jetzt gehe ich wieder. Jetzt geht's weiter. Und zwar Richtung dem Haus, wo der Geist gewohnt hat. Denn er hat uns ja befohlen, wir können in unter einem seiner Krüge sei etwas Schönes darin. Und ich würde sagen, das holen wir uns jetzt. Aber einen kleinen Abstecher Richtung Wurmpalast erstmal. Denn dort müssen wir extra hin. Weil wir hier keine Pegasus-Stiefel haben, müssen wir nämlich hier wieder gegen den Baum rennen und wieder eine Muschel finden. Sehr schön. So, komm, geh weg. So. Ich habe 16 jetzt mit dem Ding, wir haben 17. 17 Muscheln mit dem vom Haus. Okay. Dann fehlt mir noch, wo fehlen mir noch die ganzen Dinger? Halt, war das hier schon? Nein, ich meine nicht. Und hier hinüber und ich glaube, ich bin sogar noch perfekter, wie ich gedacht habe. Sehr schön. Danke für die 17. Muschel. Wundervoll. Dann geht es... Hä, war das hier nicht? Oder war das... Ach ja, genau, genau, genau. Genau, genau, genau. So, Pegasus-Feder, Pegasus-Stiefel. Danke. Ich will auch bitte wieder richtig drin haben, mein Zeug. So. Hab ich... Nein, diese Muschel habe ich nochmal auch nicht. Genau, 18. Wenn ich mich jetzt nicht erzählt habe, doch, ich habe 18. 17 waren es ja gerade im Haus. 18, wunderbar. Mir fehlen jetzt noch 2 Stück, dann bekomme ich mein Level 2 Schwert. Und ich freue mich schon darauf. Jetzt, das hier ist, wie kommt man hier rüber, gell? Habe ich mich auch schon ein paar Mal gefragt. Nein, ich will dich dahin und dich dahin. Wenn man, ja, wenn man zum Beispiel zuerst B drückt und dann gleich direkt hinter da, und wenn man so macht und dann A macht, dann geht es nicht. Leider. Ist mir nämlich auch schon aufgefallen. So, denn hier drüben gibt es zwar keine Muschel, aber ich könnte etwas gerne gebrauchen. Und zwar, wie ihr wisst, habe ich ja schon einmal meine Bomben vergrößert. Das will ich jetzt auch machen. Nur nicht mit den Bomben, sondern... mit was machen wir es denn? Machen wir es mit der Pfeile oder mit dem Pulver? Ich glaube, ich würde sagen Pulver, weil Pulver habe ich nicht so viel dabei immer. Und Pulver ist relativ schwer zu finden. Ich nehme das Pulver mit. Ah, wer stört mich da wieder beim Schlafen? Du, na toll. Vielen Dank auch. Finde ich echt nett. Na warte. Willst du zur Strafe mehr Zauberpulver tragen können? Na klar doch.
Hätte ich jetzt reingedrückt, wäre das mit den Pfeile gekommen und ja, Pfeile kann man insgesamt schon 30 tragen. Also, oder waren es 20? Ah, egal, ich brauche aber nie so viel Pfeile. Und ja, deswegen nehme ich Zauberpulver mit. Weil beim Dungeon, beim Farbdungeon hätte ich ja fast verkackt mit meinem Pulver, dass ich fast kein Pulver mehr gehabt hätte für den Schleimboss da. Und ich will doch ein bisschen mehr Pulver dabei haben, weil ich glaube, ich bin so eher der Typ, der wieder mal ein bisschen zu blöd ist, mit Pulver umzugehen. Hier. So. Jetzt muss ich nur noch kurz... dich müsste ich haben, gell? Oder habe ich dich? Ich meine schon. Ja. Ich meine, ich hatte diese hier. Okay, ich habe sie schon. Dieses habe ich schon. War hier eigentlich drüben nicht auch irgendwo eine Treppe oder so? Nein. 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 Hä? Ach nein, okay, dann gab es hier keine. Puh, suche ich nur noch einen, naja, wie soll ich sagen, einen idiotischen Weg. Ich weiß nur noch nicht ganz genau, wo der liegt. Ich schwimme jetzt einfach mal ein bisschen durch. Um mich ein bisschen auszukennen. Genau. Hier runter gehen? Ah ne, da komme ich nicht. Puh, wo war das jetzt? Ich muss kurz was gucken. Genau, da will ich hin. Genau zu dieser Treppe. Wo bin ich denn eigentlich gerade? Ich will zu dieser Vogelstatue. Wie komme ich denn da hin? Ah, Zoodorf nach unten. Okay. Vom Zoodorf aus hier nach unten. Au. 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 So. Hier hoch. Ich war hier auch schon einmal. Und ich hab's wieder verpennt zum Schaufeln und Vorsitz. Pipapo. Warte die. Ah, danke, ich denke so. So, jetzt habe ich schon mal 19. Jetzt fehlt mir nur noch eine. So. Jetzt geht die große Suche etwas los, oder? Nein. Natürlich geht sie nicht los. Und ich weiß, wo ich meine 20. herbekomme. Erstmal ins Zoodorf rennen, damit ich mich warpen kann. Oder muss ich das? Ne, ich glaube, ich muss das nicht. Hier ist Zoodorf, okay. Ah doch, wieso warpe ich mich nicht einfach? Ist schon viel schneller, fällt mir gerade doch auf. Ich wollte eigentlich zuerst in Richtung meinem Möwendorf zurückgehen. Aber mir ist dann gerade eben was eingefallen. Ich könnte doch, ich habe doch den andere Portal doch auch schon offen. Das heißt, dort wo wir in Level 4 waren, ja, Level 4 beim Wasserfall. So. Nämlich hier in der Nähe. Komm schon. Hier in der Nähe gibt es auch noch eine Muschel, die ich mir jetzt auch noch holen würde. Und dann hätte ich schon mal 20 Muscheln zusammen. Dann hätte ich nämlich auch gleich mein Level 2 Schwert. Und dann würde ich sagen, dann könnten wir sogar schon in den nächsten Dungeon gehen. So. Kraftarmband. So, da hoch. So, hier hinein. Hier rüber. So, so. Ja genau, lass dich immer treffen, Link. Ist okay. Dieses Herzteil, ich weiß noch nicht ganz genau, wie ich dorthin kommen soll. Und das war erstmal der falsche Weg, das war natürlich episch. Nein, das hier. So. Hier raus, da links. Und dann rüber. Noch einmal rüber.
Und hier nach oben. Oder war es hier schon nach oben? Nein, ich glaube, es war nicht hier nach oben. Ich glaube, es war erstmal eins weiter rechts rüber. Ja, genau, dort oben diese Kiste möchte ich erreichen. Und ich weiß ja nicht, wieso, wie es euch geht, aber es fällt hier nicht auf, dass hier etwas ist. Danke. Ich hasse die Fische. Fischis, geht weg. Ja, meine Ordnung sieht vielleicht ein bisschen komisch aus, aber wenn ihr so überlegt, ich habe diese vier Sachen hier immer an diesen Plätzen. Egal, ob es jetzt nun eins rüber, eins links oder eins rechts ist. Boah, nee. Das schöne Schieberätsel mit den Truhen. So, jetzt muss ich kurz überlegen, kann ich da alle hinkriegen, ohne dass ich was verpasse? Ich kann hier alle Truhen holen, wenn ich, so viel ich das in Erinnerung habe. Nur wie zum Teufel schaffe ich das, gell? Also wenn ich das runterschiebe, komme ich schon an die Kiste hin. Das ist okay. Hier rüber kann ich die schieben, dass ich in die Kiste komme. Den darf ich nicht runterschieben, sonst komme ich nicht mehr in die Kiste dahin. Ja, jetzt Boah, Mann. Ich glaube... Oder? Nein, das war jetzt glaube ich falsch, oder kann es sein? Ich meine schon, das war falsch. Das war jetzt epic falsch. Aber jetzt komme ich nicht mehr hin, so wie ich will. Ich kann jetzt nicht mehr verschieben, na toll. Das hier auch nicht, doch, das kann ich noch schieben. Das kann ich schieben. Bringen wird es mir aber gar nichts. Also haben wir das Rätsel nicht gelöst, na gut. Nein. Nein, wie war es das? Genau. Rüber, runter, danke. So, jetzt komme ich hier raus. Wundervoll. Und damit auch die letzte Muschel für mein Level 2 Schwert. Und ich würde sagen, wir teleporten uns mal. So, mit diesem Bild können wir ja schon mal fast in die Nähe des Zauberbasars oder Muschelbasars, besser gesagt. Ah, sehr schön. Und jetzt wieder eine Feder. Nein. So. So, jetzt geht's noch auf zum Muschelbasar. Ich weiß gerade nicht, ob ich genau richtig laufe. Ich meine schon. Ja, ich denke schon, dass ich richtig laufe. Ach genau, ich könnte mich ja noch kurz heilen. Lass mich deine Wunden heilen. Hey cool, ich war schon wieder gerade bei dir. Wunderbar. Ja, insgesamt gibt es noch sechs, also noch sechs Muscheln, die ich noch sammeln muss. Oder sollte. Damit ich die 100% auch habe. Mir fehlen noch ein paar Herzteile. Die kriege ich auch noch irgendwann zusammen. Momentan stört es mir nicht. Ah, ich hätte vielleicht auch meine Feder ausrüsten sollen. Nur so, ja, ein bisschen. Na, ja genau, fall runter. Dankeschön. Der war jetzt episch knapp. Gib mal bitte kurz meine Feder her. Danke, gestorben. So. Danke. Ah, ein Teil der Macht brauche ich glaube nicht. Und die Leiste geht und geht nach oben und sie geht und sie geht und sie geht und sie erreicht die Decke. Meine Aufgabe ist erfüllt. Very nice. Du besitzt ein neues Schwert, vielleicht wäre es gut, den Namen darauf zu schreiben. Ja, wie ihr sehen könnt, ich habe das Level 2 Schwert. Und wenn wir voll aufgeladen sind, können wir zum Pfeile schießen. Oder jetzt gleich zu unserem Schwert schießen. Sehr schön. Also Leute, ich würde sagen, im nächsten Part geht es dann weiter Richtung Next Dungeon. Mit dem neuen Schwert.
und noch ein paar Hotzeilen. Also macht's gut, bis dann und tschaußen.